Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen im wunderbar grünen Marzahn-Hellersdorf. Wir sind hier in Mahlsdorf am Berliner Balkon. Mit mir ist Jeanette Auricht, Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, zuständig für bürgerschaftliche Beteiligung. Herzlich willkommen, Jeanette. Und wir wollen einmal über die Party People hier sprechen. Das ist ja ein bekannt gewordenes Problem in Berlin, in der Hasenheide beispielsweise, wo die Party-People da ihre Partys feiern, ohne irgendwelche Corona-Regeln einzuhalten und ohne Rücksicht auf Natur und Umwelt zu nehmen. Und jetzt gibt es hier bei uns im Bezirk den Vorschlag der grünen CDU-Stadträtin, Frau Zivkovic, die möchte gerne diese Party-People hier nach Marzahn-Hellersdorf holen. Liebe Jeanette, wie siehst du das denn, Party-People in Marzahn-Hellersdorf? Naja, also wir haben ja natürlich nichts gegen Partys, aber man muss schon sehen, wo man diese Partys macht. Und wir haben hier ein Landschaftsschutzgebiet und wir haben viele Grünflächen in Marzahn, die Grünflächen bleiben sollen, die auch nicht vermüllt werden sollen. Ich weiß nicht, wie Frau Zivkovic sich das vorstellt, hier die Leute einzuladen und wie dann die Landschaft hinterher aussehen soll, wenn die Party-People dann gefeiert haben. Ja, das ist also wirklich ein großes Problem und deswegen denken wir als AfD, dass wir hier die Grünflächen nicht verschandeln möchten. Wir möchten unsere schöne Natur erhalten, weil die Natur dient natürlich auch für die Bürger als Ruhezone zum Spazierengehen, zum Ausruhen, die hier im Bezirk wohnen. Und in einer Müllhalde oder auf einer vermüllten Wiese, glaube ich, möchte keiner gerne spazieren gehen, oder? Was denkst du? Naja, man sieht es ja schon in der Badesaison, wie auch die Badeseen hier aussehen, nachdem die Leute dann alle wieder weg sind. Also es ist wirklich dann anschließend keine Naturlandschaft mehr, kein Landschaftsschutzgebiet mehr, sondern eher eine Müllkippe. Und genau das wollen wir hier in Marzahn und in Mahlsdorf nicht haben. Genau. Sie sehen also, vernünftiger Umwelt- und Naturschutz geht nur mit der AfD. Vielen Dank.